Liebe Menschen, liebe ZuschauerInnen, das war ja mal ein Krippenspiel der besonderen Art. Während in Montreal gerade die 15. Weltnaturkonferenz nahezu unbemerkt zu Ende geht, wurde hier gerade das ganze Ausmaß des Artensterbens und der Biodiversitätskrise in einer Kunstperformance dargestellt. Wir haben, wie bei der Reise nach Jerusalem gesehen, wie Tiere und Pflanzen sukzessive und immer schneller ihren Lebensraum verlieren. Zerstört wird der Lebensraum von der Mauer des Schreckens. Sie steht für Öl, Gas, Kohleindustrie und andere tödlichen Einflussgrößen wie Monokultur oder Glyphosat. Gerechtigkeit und gesetzliche Einflussnahme, verkörpert durch Justitia, zeigt sich jedoch hilflos angesichts dieser Tragödie ohne eine Gesetzesgrundlage, ohne das notwendige Ökozidgesetz. Aber Ökozid, was ist das eigentlich? Ökozid bedeutet wörtlich seine Heimat töten und bezeichnet die schweren langfristigen Schäden an unseren Lebensgrundlagen. Ölverschmutzung, Entwaldung, Ausbeutung, Bodenüberdüngung. Ökozid wird von vielen der großen Weltkonzerne begangen, die für ihren eigenen Profit das machen und mit Billigung der Politik. Ökozid führte zum jetzigen Klimanotstand und zum Massenaussterben. Aber warum ist das für uns wichtig? Kurz gesagt, es geht um unsere Lebensgrundlagen. Die Generalsekretärin der UN-Konvention für biologische Vielfalt, Elisabeth Bremer, sagte, wir verlieren das Leben auf unserem Planeten in einem erschütternden Ausmaß und in einem atemberaubenden Tempo. Biodiversität ist das Fundament für unser Leben, für mich und für Sie. Für uns allen. Das Wasser, das wir trinken, die Nahrungsmittel, die wir essen, die Luft, die wir atmen, die Kohlenstoffspeicherung, die wir gegen den Klimawandel brauchen. Ohne all das haben wir kein Leben. Mit der Zerstörung der Natur begehen wir letztlich Selbstmord, töten unsere eigenen Kinder und Enkel und den Planeten gleich mit. Der Rückgang der biologischen Vielfalt und die zunehmende Erderwärmung sind die größten und drängendsten Herausforderungen für die Zukunft der Menschheit. Nichts weniger als unsere eigene Existenz steht auf dem Spiel. Und das ist kein Kavaliersdelikt. Was es jetzt braucht, ist ein Bewusstseinswandel in der Gesellschaft, der Politik und vor allem der Rechtsprechung. Also quasi ein gesellschaftlicher Kipppunkt. Wir brauchen mehr Demut vor dieser einzigartigen Vielfalt der Natur, statt sie in unserem Größenwahn und unserer Arroganz untertan machen zu wollen. Und so wie wir Rassismus, Sexismus und patriarchale Strukturen überwinden müssen, müssen wir auch die Natur mit ihren Pflanzen, Lebewesen, den Flüssen und Wäldern als gleichberechtigt anerkennen. Das bevorstehende Weihnachtsfest wird oft als das Fest der Liebe bezeichnet. Erinnern wir uns doch an unsere Liebe für diesen wunderschönen Planeten, der uns nährt und trägt. Erinnern wir uns an unsere Liebe für all diese wunderbaren Lebewesen auf diesem Planeten. Erinnern wir uns an unsere Liebe für die ganze Menschheit in allen Winkeln dieser Erde. Und verbinden wir uns mit unserer tiefen Absicht, das zu beschützen. Für uns selbst, für alle Lebewesen und für die Generationen, die nach uns kommen. Um das, was wir lieben, zu schützen und zu bewahren, muss dessen Zerstörung als Verbrechen anerkannt werden. Braucht es also ein internationales Ökozidgesetz. Wenn ihr weitere Informationen dazu haben wollt oder vielleicht auch eine Petition mitzeichnen, hier um die Ecke haben die Parents for Futures einen Stand aufgebaut und informieren darüber. Ich danke euch alle für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.
Mhm.